Heute geht es um ein Video, bei dem ich überhaupt nicht sicher war, beziehungsweise lange nicht sicher war, ob ich es überhaupt machen möchte. Hallo und willkommen bei Watch Maxes Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du heute reingeklickt hast. Ja, das Eingangsstatement war vielleicht ein kleines bisschen provokativ, aber im Kern entspricht es der Wahrheit. Ein Zuschauer hatte mich unter einem meiner Videos gefragt, ob ich nicht einmal einen kompletten Überblick über meine Sammlung machen möchte. Einerseits hat mich das gereizt, alles einmal komplett zu zeigen. Auf der anderen Seite spielen dann natürlich auch Gedanken eine Rolle wie, ich will jetzt nicht besonders angeben, wobei meine Sammlung ist doch nicht so groß und so wahnsinnig wertvoll, als dass man damit wirklich angeben könnte. Auf der anderen Seite habe ich alle Uhren einzeln vorgestellt, sodass der Gesamtüberblick auch nicht mehr ist als das, was ich in einzelnen Videos schon habe. Naja, jetzt hatte ich einmal alle Uhren aus dem Bankschließfach zu Hause und habe gedacht, ich mache das Video. Und in der Vorbereitung habe ich gemerkt, wie viel Spaß mir das macht und wie stolz ich letztendlich doch auf meine Sammlung bin und wie gerne ich sie euch zeigen möchte. Einmal als Gesamtüberblick. Zwei Sachen habe ich aber noch, die ich vorweg sagen möchte. Wenn euch meine Videos gefallen, wenn euch meine Sammlung gefällt, meine Uhren, meine Art, die Videos zu machen, dann könnt ihr gerne meinen Kanal abonnieren. Damit helft ihr mir und helft mir auch im YouTube-Ranking ein kleines bisschen weiter nach oben zu kommen. Und vergesst bitte auch nicht, die Glocke zu aktivieren, denn dann bekommt ihr automatisch einen Hinweis, wenn ich ein neues Video gemacht habe. Das war der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, ich habe zu allen Uhren, die ich heute vorstelle, ein oder mehrere Einzelvideos gemacht. Die könnt ihr hier oben unter dem i finden. Da habe ich die Playlist verlinkt, wo ich alle Einzelvideos zu den Uhren in der Sammlung, die ich heute vorstellen möchte, hinterlegt habe. Ich habe weiterhin überlegt, ich zeige euch nur meine Sinnuhren und nicht meine gesamte Sammlung. Zum einen, weil das vielleicht zu lang würde, zum anderen, weil die Sinnuhren bestimmt der interessantere Teil sind und weil ein Mischmasch aus Sinn, Vintage, G-Shock, Taschenuhren irgendwie nicht richtig zusammenpasst. Vielleicht stelle ich die anderen Teile später mal in separaten Videos vor. Also jetzt meine Sinnsammlung und ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. So, das ist sie also. Meine Ansammlung oder Sammlung der Sinnuhren. Ich habe einen Moment überlegt, wie ich es am günstigsten mache, ob ich sie thematisch sortiere oder nach Kaufdatum oder nach Zusammengehörigkeit. Ich habe sie am Ende einfach nach Modellnummern sortiert. Zufälligerweise ist die Uhr mit der niedrigsten Modellnummer die 103 STSA, auch die erste Uhr, die ich von Sinn erworben habe. Ich mag sie sehr gerne, sie ist sehr vielfältig. Aktuell habe ich sie an einem dunkelbraunen Chronissimo-Band. Sie macht aber auch am Stahlband eine gute Figur. Ihr habt bestimmt schon das Video gesehen zu der 103 an wechselnden Bändern. Insofern werde ich dazu gar nicht mehr so furchtbar viel sagen. Das war die erste Uhr in meiner Sammlung. Die zweite Uhr der Sammlung ist die 104 mit dem anthrazitgrauen Ziffernblatt. Auch hierüber habe ich ein separates Video gemacht. Das könnt ihr über das i und die entsprechende Playlist aufrufen und werdet dann diese Uhr auch an unterschiedlichsten Bändern sehen und sehen, wie wandelbar sie ist. Ich mag sie sehr gerne, weil sie nicht ganz so hoch baut und relativ flach ist. Aktuell montiert ist ein mittelbraunes Band mit blauer Kontrastnaht von Crown and Buckle. Dieses Band ist das Modell Anchorage. Mit der 103 habe ich quasi einen Evergreen. Mit der 104 ein etwas moderneres Modell mit dem sehr modernen anthrazitgrauen Ziffernblatt. Diese Uhr hier
Zu der habe ich erst vor kurzem tatsächlich ein Vorstellungsvideo gemacht. Das ist die SYN 244 Ti für Titan, die erste Uhr, die in der Ära Lothar Schmidt ins Produktportfolio aufgenommen wurde. Aktuell montiert habe ich ein schwarzes Canvasband. Als ich sie vorgestellt habe, hatte ich noch das Titanband montiert. Ich bin aber sehr froh, dass SYN diese kleinen Bandanstöße, ich hatte sie immer als Adapter bezeichnet, tatsächlich noch vorrätig hatte und ich sie so erwerben konnte. Denn Ersatzteile für das Titanband gibt es nicht mehr und auf diese Weise kann ich das Titanband etwas schonen und die Uhr noch lange Zeit mit viel Freude tragen. Oh, ich merke gerade, ich habe einen Fehler beim Zählen gemacht. Die 240 muss natürlich vor der 1244 kommen, aber ich hoffe, ihr verzeiht diesen kleinen Fauxpas und könnt hier die SYN 240 GZ sehen mit der Gezeitenlünette. Montiert ist das H-Link Bracelet bzw. das zweigliedrige Stahlband von SYN, an der sich die Uhr erstaunlicherweise sehr angenehm trägt, obwohl ich eigentlich kein Freund von dauerhaftem Stahlband bin. Aber an dieser Uhr macht es mir sehr viel Freude, auch wenn ich das blaue Lederband, was ich noch habe, ebenfalls sehr charmant finde. Aber so ist sie gerade bei nassem Wetter etwas unempfindlicher. Eine weitere Uhr, die schon viele Jahre ihren Dienst verrichtet hat, ist die 444 in der Stahlversion. Sie wurde von SYN damals auch als Sportuhr beworben und vermarktet. Sie ist quasi die etwas jüngere Schwester des Titanmodells. Das Titanmodell hat mehr Technologien verbaut, wie einen Magnetfeldschutz, also einen Weicheisenkern und eine Chronometerzertifizierung, war dafür aber auch deutlich teurer als dieses Sportmodell. Jetzt kommen wir zu vier Modellen der 556. Ich beginne mal mit der Uhr, die ich im Prinzip die ganze Woche getragen hatte. Wir hatten einen sehr wichtigen Termin mit einem externen Partner und da habe ich entgegen meiner Gewohnheit tatsächlich einen Anzug getragen. Und ich fand diese Uhr sehr, sehr passend zum Anzug und habe mich dabei sehr wohl gefühlt. Das ist die 556 IM, M für Mokka oder Maron, also das braune Ziffernblatt. Daneben haben wir die 556 I für Indizes, allerdings leicht modifiziert mit dem roten Sekundenzeiger, was der Uhr einen zusätzlichen sportlichen Charakter verleiht. Das schwarze Silikonband vervollständigt den sportlichen Look. Diese Uhr, also die 556i mit der weißen Sekunde, hatte ich bereits zweimal und wenn ich auch kaum einen Uhrenverkauf bisher bereut habe, die allererste 556i, da könnte ich mich ehrlich gesagt, verzeiht mir den Ausdruck, in den Hintern beißen, dass ich sie verkauft habe, denn sie hatte eines der seltenen Ziffernblättern, wo nicht nur die 5-Minuten-Indizes, sondern auch die Minuten dazwischen mit Leuchtmasse belegt waren. Ich habe das danach nie wieder gesehen und ärgere mich wirklich, dass ich dieses Modell verkauft habe, weil es sehr selten zu sein scheint und auch heute so nicht mehr angeboten wird. Der Ärger über den Verkauf der allerersten 556 schmälert aber nicht die Freude an diesem Modell. Die nächste 556 ist die coole, die lässige, die blaue, die nach meiner Meinung nach eine der coolsten SYN im Portfolio ist. Ich mag sie unglaublich gerne.
Egal ob am Feingliederband, am braunen Lederband, für mich ist sie eine Augenweide und macht mich jedes Mal froh und glücklich, wenn ich sie tragen kann. Ich habe erst vor wenigen Tagen ein Video zu einer limitierten Uhr gemacht und mich über Limitierungen ausgelassen. Hier haben wir eine weitere limitierte Uhr, die 556 Jubiläum mit dem grauen Ziffernblatt. Die Limitierung hier stört mich nicht. Ich habe sie aber auch nicht wegen der Limitierung erworben, sondern weil die Uhr als solche mich fasziniert und ich sie ausgesprochen schön finde. Limitierung hin, Limitierung her, ich hätte sie in jedem Fall genommen. Kommen wir nun zu einer Uhr mit einer echten Limitierung, die 7563. Die 7563 wurde wie drei andere ähnliche Modelle vor einiger Zeit produziert und hat eine Limitierung auf 75 Stück. Die gesamte Serie besteht aus der 7563, 7573, 7562 und 7572. Wenn ihr auf das i für meine Playliste klickt, werdet ihr auch das Video zu dieser Uhr finden. Ist noch gar nicht lange her, dass ich es gemacht habe. Montiert ist das Feingliederband, welches für mich die Uhr sehr universell einsetzbar macht. Aber ein Lederband oder ein Canvasband ist für mich die etwas lässigere und freizeitmäßigere Variante als dieses doch feiner wirkende Stahlband. Jetzt kommen wir zu einer Uhr, die ich gebraucht gekauft habe für einen sehr, sehr akzeptablen Preis. Es ist die 856 UTC. Montiert ist ein Eulith Eutech Band, welches ebenfalls wasserdicht ist und der Uhr nochmal eine deutlich betontere sportliche Note gibt. Für diese Uhr habe ich ebenfalls eines der dünneren, älteren, feineren Stahlbänder, sodass diese Uhr auch am Stahlband ausgesprochen komfortabel zu tragen ist. Sie ist sehr, sehr verlässlich. Ich glaube, wenn ich sie mir neu gekauft hätte, hätte ich sie vielleicht ohne die UTC-Variante, also ohne die zweite Zeitzone, gekauft, weil ich finde, dass sie als normale Variante noch etwas klarer und noch etwas besser ablesbar ist, wobei das ein in Anführungsstrichen Jammern auf hohem Niveau ist. Dies ist eine Uhr, die 903 STSA, bei der mein Herz jedes Mal höher schlägt, wenn ich sie in die Hand nehme und ich mich mördermäßig freue, sie anzuziehen und jedes Mal ein kleines bisschen damit hadere, dass sie nicht ideal abzulesen ist. Aber rein von der Optik her finde ich, ist das eine der aufregendsten Sinnuhren, die ich habe. Montiert ist ein limitiertes Lederband von Mais Berlin, welches butterweich ist und über die Zeit eine Patina bekommen hat, die nach meinem Erachten hervorragend zu dem Charakter der Fliegeruhr passt. Somit wären die 12 Modelle mit der numerischen Bezeichnung vorgestellt. Es war nicht beabsichtigt, sondern hat sich zufälligerweise so ergeben, dass nun zwei Modelle kommen, die Buchstaben beziffert sind, zumindest am Beginn. Hier haben wir den EZM3, den Einsatzzeitmesser 3, den ich natürlich falsch rum gehalten habe, denn es ist eine Uhr mit der Krone auf der linken Seite. Diese Uhr konnte ich tauschen gegen meine damals noch bei mir vorhandene UX. Ich trauere der UX manchmal ein kleines bisschen nach, wobei ich aber diese Uhr auch unglaublich gerne trage,
weil sie nicht so hoch baut und weil sie, und das finde ich wirklich schön, eines der älteren, dünneren Stahlbänder hat, die noch mit Schlitzschrauben verschraubt sind und nicht mit Inbusschrauben. Denn dadurch, dass die Uhr eben nicht ganz so hoch baut und auch nicht so schwer ist, empfinde ich das dünnere und leichtere Armband zu der Uhr viel passender als das doch erkennbar dickere und schwerere Armband, was heute als Standard bei Sennen anzusehen ist. Und jetzt kommen wir zur vorläufig letzten Uhr meiner Sinnsammlung. Das ist meine U1. Aktuell montiert ist die neue Faltschließe von Sinn, erkennbar an der Nase hier. Wenn ich es aufmache, sieht man es wahrscheinlich noch besser. Diese Nase hat die alte Faltschließe nicht. Das ist der erste Erkennungsmerkmal, das erste Erkennungsmerkmal. Und das zweite wäre, dass die alte Faltschließe jeweils ein Endstück hat, was auch bei dieser Schließe nicht zu sehen ist, sondern es ist nur eine durchgehende Oberfläche. So viel zum Exkurs der Schließe. Die U1 ist die zweite Sinn, die ich mir gekauft habe. Sie kam also relativ kurz nach der 103 und hat schon sehr viel mitgemacht und ich trage sie am blauen Silikon, am roten Silikon, am schwarzen Silikon. Ich trage sie auch sehr gerne am Stahlband. Ich habe teilweise ein schwarzes Chronissimo mit roter Kontrastnaht montiert. Wenn ich mal überhaupt keine Ahnung habe, welche Uhr ich denn anziehen soll, dann fällt die Wahl meistens auf die U1. Und die U1 ist auch eine der Uhren, wenn sie einmal am Arm ist, die dort am längsten bleibt und wo ich am wenigsten das Gefühl habe, ich müsste wechseln. Und das, obwohl die U1 doch eine relativ schwere, große und hochbauende Uhr ist, am Arm fällt das bei mir überhaupt nicht mehr auf und sie trägt sich extrem komfortabel. Es wird in den nächsten Tagen oder Wochen noch eine weitere Uhr kommen, aber dazu möchte ich nur so viel sagen, es ist wieder ein limitiertes Modell, wo ich ja beim Video über die 756 etwas dazu gesagt habe. Aber diese Limitierung ist für mich sehr okay und ich möchte noch nicht so viel verraten, aber ich glaube, wenn sie vorliegt, wird es ein sehr interessantes Video. Wenn euch meine Uhren gefallen, wenn euch meine Videos gefallen, bitte abonniert meinen Kanal, aktiviert auch die Glocke, dann verpasst ihr kein Video mehr. Wenn ihr Kommentare habt, schreibt sie gerne unter das Video in die Kommentare rein. Und ansonsten, in diesem Sinne, euer Watchmaxe.